Servus Leute, willkommen zurück zu Danganronpa V3 Killing Harmony. Der erste Mord hat stattgefunden. Rantaro ist das Opfer und wir müssen jetzt den Schuldigen finden. No. Egal, ob du es jetzt nun glaubst oder nicht. Was? Ah, okay. Umsichtig. Contenst. Achso, ob das jetzt nun glaubst oder nicht, das wäre immer noch umsichtig, seinen Inhalt zu überprüfen. Nein? Atua has spoken. Atua hat gesprochen. Er sagte, wir sollten nicht die Augen vom Monoped nehmen. Ja, ich glaube, wir sollten es lesen. Dieses Dokument hat alle Informationen über das Opfer. Ich frage mich, was es sagt. Das Opfer ist Rantaro Amami. Es wird nicht gesagt, welches ultimative Talent er besitzt. Das Opferkörper wurde in der Bücherei gefunden. Der geschätzte Todeszeitpunkt liegt bei 9.10 Uhr abends. Blunt Force. Ja, Force ist Gewalt, Blunt ist stumpf. Unverblümt. Ach so, das ist gemeint. Ja, ja, okay, das ergibt Sinn. Das Opfer hatte erlitt ein Trauma durch eine stumpfe Waffe auf den, auf der Rückseite seines Kopfes, Schädels, welche ihn, was zum Henker, Moment, Kranial. Sagt er gar nichts. Okay, dann schreibe ich das da auch dazu. Fraktures, also Schädelfrakturen, ah. Welche zu Schädelfrakturen führte und dementsprechend auch zum sofortigen Tod. Keine weiteren Verletzungen wurden gesichtigt. Ausfindig gemacht, ihr wisst schon. Monokuma Fall 1. Er sagt allerdings nichts, ob er jetzt das Mastermind war oder nicht. Nun, das ist offensichtlich. Aber das Tötungsspiel geht immer noch weiter, also nehme ich mal an, ich lag nicht richtig. Aber wenn Rantaro nicht das Mastermind war, dann wer ist es dann? Actually. Ich weiß, es ist ein bisschen spät, aber zu sehen. Das hier zu sehen, macht es real. Rantaro ist wirklich tot. That's right. Das ist die Schuld vom Mastermind. No doubt about it. Das Mastermind hat Rantaro umgebracht. That's Mastermind, es tut mir leid. Ich weiß nicht, worüber du redest. Please. Kaede, bitte erkläre, was hier vor sich geht. Und halte dich nicht mit Details zurück. Ja. Yeah. Ja, ich werde. Suichi und ich erklärten es allen. Wir haben ihnen gesagt, dass die Möglichkeit eines Masterminds unter uns, dass die Möglichkeit, dass ein Mastermind hinter uns, unter uns steckt, besteht. Und über die Fallen, die wir hier in der Bücherei ausgelegt haben, um ihn in eine Falle zu locken. Und dass jemand in eine unserer Fallen getappt ist. Deswegen stimmten wir in die Bücherei, um nachzusehen. Und haben Rantaros Körper gefunden. Understood. Ich verstehe. So, das ist, weil sowas passiert ist. Ich hatte nicht gedacht, dass ihr beide so eine Sache planen würdet.
Also habt ihr meine modifizierten Kameras für so einen Scheißdreck verwendet? Aber warum würdet ihr so etwas Wichtiges als ein Geheimnis vor uns bewahren? Hä? Weil sie ja wussten, dass einer von uns das Mastermind ist, hätten wir angefangen darüber zu kämpfen, wer es sein könnte. Deswegen, und davor hattet ihr beiden Angst, nicht wahr? Ja. Ja, das stimmt. Aber wenn da Kameras sind, würde das den Fall hier nicht ganz einfach lösen? Ah, Mann, das ist so langweilig. Amusement. Ja, Amusement. Konzerne hast du, glaube ich, erwarten. Bedenken, ne. Dein Amusement ist das Letzte, was wir hier bedenken können. Wir müssen diese Kameras jetzt untersuchen. Der Schuldige könnte auf diesen Bildern sein. Das würde das Verbrechen schließen. Then alles klar. Dann lass mich an die Kameras gehen. Ich wette, die sind kaputt. Suichi eilte schnell zu den drei Kameras und lief zurück zu uns. Achso, er hat sie abgenommen. Okay, ich hab sie. Es war schwierig, die Kameras mit die Bewegung der Kameras mit Kaede aufzubauen. Sie haben das alles wirklich gut standgehalten. Achso, sie hat sie wirklich gut befestigt mit dem Tape. Nun, ich wollte einfach nicht, dass die Kameras runterfallen. Weil das ja ein bewegendes Bücherregal war. Remember. Hier sind die drei Kameras. Nun, wir müssen jetzt einfach nur den Film entwickeln. I will do it. Erlaube mir, diese Aufgabe zu übernehmen. That's amazing. Wow! Gibt es wirklich alles, was die ultimative Maid machen kann? Also gibt es nichts, was sie nicht machen kann? Ich habe alles gehört, was er gesagt hat. Wenn es das ist, was ihr wollt, dann überlasst es mir. Huh? Hä? I'll do it. Ich werde diese Fotos entwickeln, sodass ihr Bastarde euch auf die Untersuchungen konzentrieren könnt. Weil wenn ihr Leute euch zu sehr rannehmt, dann wäre es zu widerlich. Hey, zieh uns nicht mit rein mit in euer... Aber sie ignorierte meine Einwände, ging auf Suichi los, nahm die Kameras von ihm. Achso, nahm die Kameras von ihm. Hä? Ich bin eine starke... Sensual. Sensual. Sinnlich. Dachte ich mir eigentlich, aber ich war mir nicht sicher. Ich bin eine starke, sinnliche Frau. Unterschätze mich nicht. Hey, gib sie zurück. Kein Grund zur Sorge. Wir alle müssen uns an die Regeln halten. Wir werden nichts machen, das euch irgendwie behindert oder dergleichen. Also werde ich es euch wissen lassen, wenn die Fotos entwickelt wurden. Ich wette, sie lügt. Ich wette, sie macht es kaputt. Warte, gib die Kameras zurück! Es war nutzlos, ihr hinterher zu rufen. Monophonie war schnell wie der Wind wieder weg. Oh my! Und weg ist sie. Nein, das war ein wichtiger Hinweis. Sorry. Beweis. Es tut mir leid. Ich war wohl zu rücksichtsvoll. Zu unachtsam. Es ist wahrscheinlich okay. Sie sagte, sie würde die Fotos entwickeln und uns dann die Fotos zurückgeben. That's right. Und sie sagte auch, dass sie sich an die Regeln halten muss. Also glaube ich nicht, dass sie die Beweise zerstören wird. Sheesh. Ja, sieht so aus, als hätten wir keine Wahl, als ihr zu glauben. Kazatua is watching over us.
Du immer mit deinen Atua, langsam nervt's. Es ist wichtig, daran zu glauben. Atua zeigt nur denjenigen Gnade, die auch glauben. Kaede, ich weiß, du bist besorgt, aber du kannst mir vertrauen. Wir müssen einfach... geduldig, genau, oder? Ja, geduldig. Wir müssen einfach geduldig sein. No. Das ist nicht alles, worüber ich mir Sorgen mache. Ich dachte die ganze Zeit... diese ganze Sache wäre vorbei, wenn wir erstmal das Mastermind offengelegt haben. Aber jetzt... ist das nur noch ein größeres Schlamassel. Ein Schlamassel... dass wir... Wo wir nicht mal das Ende gucken können. Hey! Kaede. Proposal. So viele Wörter, die ich alle nicht kenne. Proposal. Vorschlag. Kaede, ich habe einen Vorschlag für dich. Is that all right? Ist das in Ordnung für dich? Könnten wir zusammenarbeiten bis zum Prozess? Genau wie wir es schon die ganze Zeit gemacht haben. Huh? Suichi? I'm... Ich weiß, ich bin nur ein... Praktikant oder... Nee, ein Lehrling. Ich weiß, ich bin nur ein Lehrling, aber... Ich denke, ich kann euch helfen als ein Detektiv. Nein, ich möchte... euch helfen. Nee, dir. Ich möchte auch dir helfen. Shuichi. Natürlich. Mit dir an meiner Seite. Das fühlt sich so an, als ob mir 100 Leute helfen würden. Thank you. Danke dir, Kaede. Hey, so. Mich kümmert dieses ganze liebliche Kram, liebliche Zeugs da nicht. Also lasst uns einfach anfangen. Und lasst uns das hier ernst nehmen, okay? Unsere Leben stehen hier immerhin auf dem Spiel. Es braucht viel mentale Power, sorgenlos zu sagen. What do you think? Bevor wir anfangen, möchte ich sicherstellen, dass wir nichts für uns selbst untersuchen. Why? Warum? Wenn wir den Verdächtigen ganz alleine arbeiten lassen, dann wird er vielleicht versuchen, Beweise zu zerstören, richtig? Ja, du hast recht. Weil ja der Schuldige unter uns ist. Wenn jeder von uns auf den anderen aufpasst, niemand hier wird in der Lage zu sein, irgendwelche Beweise zu vernichten. Ich hatte nicht erwartet, dass ein Angebot zur Untersuchung alle nur noch weiter verdächtigen würde, aber... Nein, das ist logisch. Bitte sprich von deine freien Gedanken aus, Kirumi. Es ist nicht etwas, worauf du vielleicht mit Stolz sagen kannst. Aber ich denke, wir haben keine andere Wahl. Nach all dem, wenn wir den Schuldigen nicht herausfinden, werden wir alle getötet. Ja, wir müssen es tun. Aber wenn mein Knie nicht so lieber wäre. Sobald wir erstmal das Mastermind enthüllt haben, werden wir dazu in der Lage sein zu entkommen. Wir können es definitiv schaffen. Investigation start. Okay. Suichi Saihara. Hey Kaede, erinnerst du dich, was wir gesehen haben, als wir reingekommen sind? Ja. Ja, ich erinnere mich. Wir sahen, dass das bewegende Bücherregal gerade dabei war, sich zu schließen, richtig? Niemand hat es berührt, also
Wie ist das passiert? Um genau zu sein, hat es etwas damit zu tun, wie das Bücherregal arbeitet. Suichi bewegte das Bücherregal, um die versteckte Tür frei zu machen. Ist das okay? Seht euch das an. Wenn man das Bücherregal bewegen lässt, bewegt das Bücherregal und nach einer kleinen Wartezeit es hat sich von selbst geschlossen. Das Bücherregal scheint wie eine automatische Tür zu funktionieren. Es schließt sich nach einer Weile selbst. Es macht perfekten Sinn, wenn man darüber nachdenkt. Wenn es sich nicht von selbst schließen würde, dann... ich weiß, was er meint. Ja, dann wäre es immer noch offen, wenn du schon drin wärst. Ich verstehe. Das Bücherregal muss sich ja von alleine schließen, sodass die verborgene Tür verborgen bleibt. Aber warte, ich zoome mal ran. Wenn das Bücherregal sich von selbst schließt, nachdem jemand die versteckte Tür betreten hatte. Oh, vielleicht der Grund, warum sich das Bücherregal selbst geschlossen hat, ist, weil das Mastermind sich die ganze Zeit hinter der Tür versteckt hatte. Nach Antaos Tötung ist derjenige durch die verborgene Tür verschwunden. Das scheint durchaus möglich. Lass uns das mal überprüfen. Wie willst du das überprüfen? Der Staub auf den Kartenleser, erinnerst du dich? Suichi bewegt das Bücherregal erneut und legt erneut die verborgene Tür frei. Alles klar, lass uns mal sehen. Wir lehnten uns näher an das... um einen genaueren Blick auf den Spalt des Kartenlesers zu erhaschen. Lass mich raten, der Staub ist noch da. Der Staub ist immer noch da? War ja klar. Sieht so aus, als ob der Kartenleser gar nicht benutzt wurde. Das bedeutet, das Mastermind hat sich nicht dahinter versteckt. Was, wenn das Mastermind den Staub da wieder platziert hat, nachdem er den Kartenleser benutzt hat? Nein, ich erinnere mich genau daran, wo ich den Staub hingesetzt hatte. Er ist überhaupt nicht bewegt worden. Okay. Ich glaube, es ist sicher anzunehmen, dass das Mastermind nicht durch diese Tür ging. Dann derjenige, der das Bücherregal dieses Mal bewegt hat, war... Hantaro selbst? Ich kann das nicht mit Sicherheit sagen, weil wir ja noch nicht die Bilder zurück haben. Es gibt eine Chance, dass irgendjemand das versteckt hatte. Und ich glaube immer noch, dass das Mastermind der Schuldige ist. Also müssen wir einfach nur Beweise finden, dass... die uns konkret zum Mastermind führen. Und dieses Tötungsspiel endlich beenden. Kann ich Hantaro nicht? Also doch near the body. Ich bin mir ziemlich sicher, ich musste das nicht sagen. Aber sollten wir nicht Hantaros Körper untersuchen? Wenn wir irgendwelche Hinweise finden, dann müssen wir wohl. Aber es ist zu viel für dich, Kaede. Du musst das nicht tun, okay? Nein, es ist schon in Ordnung. Ich kann das tun.
meine Gedanken waren dazu bereit und ich fing an, zu Rantaros Körper hinzugehen. Das letzte Mal, als ich Rantaro gesehen habe, war er an Leben und glücklich und alles. Warum ist Rantaro hier gestorben? Ja, was meinst du mit hier gestorben? Remember. Ich meine, wenn Rantaro derjenige war, der das Bücherregal bewegt hat. Was würde es bedeuten, dass er den ganzen Weg hierher kommen würde, nachdem das Bücherregal sich geöffnet hatte? Er hat sich von der versteckten Tür wegbewegt. Zu diesem Punkt hierhin. Warum hätte er es tun sollen? Und es gibt keine Anzeichen dafür, dass sein Körper bewegt wurde. Es sieht nicht danach aus. Are you okay? Bist du in Ordnung? Du siehst so blass aus. Naja, ich denke, es ist normal. Wir untersuchen immer in einer Leiche. Ein Körper von jemandem, der gerade noch am Leben war und mit uns geredet hat. Was gar nicht so lange her ist. No. Nein, es ist okay, wirklich. Wir müssen einfach unser Bestes geben. Nicht nur zu Rantaros Wohl, aber auch, dass wir ihn rächen können. Und so, dass wir alle anderen beschützen können. Wir müssen das Mastermind besiegen, die das alles hier organisiert, die ganze Zeit schon. Hey! Am Kaide. Ich helfe dir in jeder Art, wie ich kann. Ich werde dich für diese Untersuchung unterstützen. Ich bin immer in einer Art Detektiv nach all dem. Jeez. Eine Art? Du bist ein Detektiv, erinnerst du dich? Okay. Ah, ja klar. Okay, alles leuchtet. Hier. Zum Kugelstoßen. Nein, Kaede hatte so eine Kugel. Das macht sie leider sehr verdächtig. Ich meine, ja, es waren mehr Kugeln da. Theoretisch gesehen hätte es auch ein anderer nehmen können. Es lag eine blutige Eisenkugel auf dem Boden. Diese Kugel da, könnte es sein? Ja, sie kommt definitiv aus der Lagerhalle vom ersten Stock. Da ist überall Blut. Das ist die Mordwaffe, richtig? Ich kann nichts anderes sehen, was dazu benutzt wurde. Die Kugel an sich selbst ist schwer. Sie wäre wohl stark genug, um sie als Waffe zu benutzen. Stark genug, hä? Ja, wahrscheinlich muss ich Rantaro selbst dann auch noch angucken. Ich weiß, wir müssen seinen Körper untersuchen, aber ich bin mir nicht sicher, wo ich anfangen soll. Und sie schwitzt. Leave it to me. Es ist in Ordnung. Ich kann das tun. Suichi zeigte keine Zurückhaltung, als er begann, Rantaros Körper zu untersuchen. Da ist Blut an seinem Hinterkopf. Sieht aus wie eine ziemlich tiefe Wunde. Es ist anzunehmen, dass er an einem Schädel-Hirn-Trauma gestorben ist. Ich sehe keine weiteren Verletzungen. Das Monokuma-Fall ist also genau. Das muss die fatale Wunde sein. Also können wir der Monokuma-Akte vertrauen? Okay. Ja, zumindest für jetzt. Dann steckte Suichi seine Hand in Rantaros Tasche. Warte, was machst du? Ich überprüfe, was er
so als Person habe. What the hell is in this person? Ja, vielleicht gibt es da einen Hinweis. Wenn wir das machen müssen, dann müssen wir dir auch durch. Ich habe dir gesagt, ich werde dich unterstützen nach all dem. Warum kannst du das sagen mit so viel Selbstsicherheit? Wolltest du das nicht? Komm schon, Kaede, reiß dich ein bisschen zusammen. Hatao hatte in seinem Possession, oder was? Achso, in seinem Besitz. Hatao hat es in seinem Besitz einen Schlüssel, der zu diesem Raum hier führt. Und sein Studentenhandbuch Monoped. Das Monoped ist definitiv seins, weil es genau dasselbe Modell ist wie unsere. Er hatte keine Keycard bei sich? Das ist das, was ich dachte. Aber er hatte es nicht. Der andere Taro ist wirklich nicht das Mastermind. Wenn er das Mastermind wäre, wäre er nicht hierher gekommen ohne eine Schlüsselkarte. Also was mit dem, was wir jetzt wissen, das ist das, ja, possible, also das ist die erste Möglichkeit. Warum war Rantaro hier, wenn er nicht das Mastermind war? Kaede, bist du in Ordnung? Wir haben die Untersuchung des Leichnams beendet. Lass uns jetzt hier rausgehen mit dem, was wir haben, okay? Sorry. Ja, tut mir leid. Irgendetwas stört mich. Warum ist Rantaro überhaupt in die Bücherei gegangen? Er sieht ganz so aus, als ob er nicht das Mastermind war. Aber welchen Grund hat er überhaupt hierher zu kommen? Ich denke, es hat damit was zu tun, so wie Rantaro sich zuvor benommen hat. Yep. Das Tötungsspiel selbst beenden. Could it be? Dann ist es möglich. Hat er vielleicht die verborgene Tür hier mitbekommen, die auch wir schon mitbekommen haben? Huh? Was? Er ist wahrscheinlich zu demselben Entschluss gekommen wie wir, dass das Mastermind wohl hier sein könnte. Du meinst, er hat dieselbe Idee wie wir? Niemals. Er hätte es uns sagen sollen. Wir hätten zusammenarbeiten können. Oh nein, sie weint. Ich brach auf den Boden zusammen. Und, ja, von dem Gewicht meiner Frustration erdrückt. No. Nein. Er konnte wahrscheinlich dieses Risiko nicht eingehen, es uns zu sagen. Wie du sagtest, er war verdächtig gegenüber jedem hier. Ich hab dich, Kaede, aber Rantaro hatte niemanden, den er vertrauen konnte. Das müsste es vielleicht sein. Der einzige Unterschied zwischen mir und ihm. Als er es sagte, reichte er mir seine Hand. Ich nahm seine Hand und zärtlich zog er mich wieder auf die Füße. Oder sachte. Remember. Kaede, lass uns gehen. Wir können keine Zeit jetzt verschwenden. Du wirst doch nicht aufgeben, richtig? Du willst doch alle retten. Ja. Suichi. Er hat recht. Ich kann jetzt nicht aufgeben. Suichi. Danke. Ich fühle mich, als ob ich mich nur noch mehr auf dich verlassen kann. Hä? Huh? Hä? Suichi hat recht.
Wir können nicht aufgeben, bis es vorbei ist. Ich kann nicht für immer deprimiert bleiben. Ich muss... Achso, ich muss jeden Mann, jeden hier helfen, rauszukommen. Wir müssen diese Untersuchung weiter vorantreiben. Wir werden das Mastermind finden. Gut, aber ich werde jetzt hier einen Schnitt machen. Das war Danganronpa V3 Killing Harmony. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.